offenen Job, die wir dringend in diesem Land besetzt haben müssen, in Anspruch zu nehmen. Und das ist das Grundproblem. Beim Bürgergeld ist nicht der einzelne Tarif das Thema, sondern das Gesamtpaket. Es lohnt sich kaum aufzustehen. Es sind wenige 100 Euro mehr zwischen einer Geringverdienerfamilie und einer Bürgergeldfamilie. Sind etwas mehr als 1000 Euro. Tatsächlich. Das hat Wohlstand für alle da ausgerechnet. Also die Zahlen hier stimmen nicht mal, aber wie gesagt, sein Argument ist jetzt, wir müssen den Reservationslohn senken, damit es sich eher lohnt, arbeiten zu gehen. Nach der Logik könnte man, wie gesagt, auch Mindestlohn erhöhen. Das hätte den gleichen Effekt. Warum machen wir nicht das? Ja, weil dann das Kapital einen Teil seiner Profite verlieren würde. Weil dann höhere Lohngruppen vielleicht schlechter gestellt würden. Also es kann ja, das ist jetzt das Thema Mindestlohn, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Familie. Und wenn, und zwar nur dann, wenn sie staatliche Unterstützung wie Wohngeld zusätzlich in Anspruch nehmen, was auch nicht jeder, der jeden Tag arbeitet, gerne noch zusätzlich beim Amt abholen will. Aber wenn sie das machen, selbst dann sind es nur wenige 100 Euro Unterschied. Und das verstehen die Menschen nicht, wenn im gleichen Haus eine... Die müssten mal Wolfgang M. Schmidt oder Ole Nymon oder Heiner Flassbeck, Friederike Spieker, irgendwen, der auch nur bei einem dieser Themen Durchblick hat, in so eine Talkshow einladen. Also die würden solche Argumente zerfetzen. Vor allem Heiner Flassbeck, der könnte das richtig gut. Eine Etage tiefer. Aber deswegen wird er nicht eingeladen. Also wer eine ideologisch andere Perspektive bietet zu diesem neoliberalen Einheitsbrei, den wir hier gerade zu hören bekommen. Also Ricarda Lang mit dem progressiven Neoliberalismus, ja, macht alle Grenzen auf, wir sind total nett zu Ausländern, die sollen alle herkommen, aber da bitteschön arbeiten zu niedrigen Löhnen, damit das Kapital weiterhin Profite machen kann. Gegen den konservativen Neoliberalismus, der sagt, ah, ja, wir brauchen schon Ausländer, aber dann nur die gut Ausgebildeten. Wir haben ja noch genug einheimische Arbeitslose, auf die wir noch mehr Druck ausüben können, damit sie zu noch schlechteren Löhnen arbeiten. Also die zwei Neoliberalismen stehen hier gerade gegeneinander. Ist für die normale Bevölkerung wenig Unterschied, welcher von beiden sich jetzt durchsetzt. Es ist beides ähnlich katastrophal, zumal beide auf Zuwanderung setzen. Die eine hält mehr auf Armutsmigration, der andere mehr auf etwas qualifiziertere Arbeitsmigration. Ist beides im Endeffekt ein ähnliches Ergebnis, also wenn man gegen Migration ist. Also was soll man dazu sagen? Jemand gar nicht arbeitet und ich bringe mit in einem 10-Stunden-Job am Ende 300 oder 400 Euro mehr nach Hause. Das ist ein zentrales Problem. Will ich Menschen in Job haben? Rente mit 63 ist das andere Ende. Gott. Vor Ruhestand. Ja, Rentner sollten wir bitte auch schlechter stellen. Ich meine, warum arbeiten die denn nicht alle bis 70? Ich meine, die haben ja erst 45 Jahre gearbeitet. Da können sie ja noch mal 5, 6, 7 Jahre drauflegen. Ich meine, ja. Ihr merkt es ja. Also die eine will, dass wir noch mehr Ausländer herholen, damit die zu schlechten Bedingungen, schlechten Löhnen arbeiten können. Der andere will, dass wir auf Deutsche mehr Druck ausüben, dass wir Deutsche noch länger in ihrem Job drin lassen, dass die Leute bitte noch länger arbeiten sollen. Beide vertreten Kapitalinteressen letztlich. Das ist diese falsche Dichotomie, die uns hier von den Öffentlich-Rechtlichen präsentiert wird. Ich dachte, wir würden hier noch über die AfD reden, aber der eine, der ist ja hier so ein, ich weiß gar nicht, zu welcher Partei der gehört. Wartet, wir schauen mal nach, wer das ist. Gestern in der Sendung, ich hatte seinen Namen schon wieder vergessen. Wie heißt denn eigentlich der hier? Ist mir auch, also ich vergesse diese Namen von irgendwelchen Typen, die uns hier vorgestellt werden, immer relativ schnell wieder. Aber ja, es ist eine komplett falsche Dichotomie, die uns hier präsentiert wird. Also beide wollen letztendlich das Gleiche, nämlich das Kapital reicher machen. Sie haben nur unterschiedliche Angebote, wie das zu schaffen ist. Und wir bräuchten eine grundsätzlich andere Wirtschaftspolitik, die auf Vollbeschäftigung setzt, die dafür sorgt, dass jeder, der einen Job haben will, ihn bekommen würde, eben einfach dadurch. Michael Bröcker, ist der irgendwo? Müssen mal den Namen googeln. Also, wie gesagt, wenn ihr euch fürs Bürgergeld interessiert, ich meine, ich kriege ja total viele wütende Kommentare häufig. Diese blöden Bürgergeldempfänger, die müssen wir ja mal schlechter stellen, da können wir doch nicht... Denen können wir doch nicht so viel Geld geben, die sind doch wirklich faul, also weil man von den Medien her diese Propaganda schon lange genug aufgefahren hat, sodass die Leute es mittlerweile geschluckt haben. Und dann findet man mal dieses eine Beispiel, den einen Arno Dübel, und der stellt dann stellvertretend für alle Bürgergeldempfänger, dass da makroökonomische Probleme hinterstehen. Dass es sich, dass viele Leute, selbst wenn sie sich um einen Job bemühen, keinen Job kriegen oder nur einen sehr kurz befristeten Job und dann dort sofort wieder rausfliegen oder rausgeschmissen werden, wenn Amazon mal wieder weniger Bestellungen hat beispielsweise. Also das sind dann solche schlecht bezahlten Dienstleistungsjobs, wo man dann gerade Auftragsspitzen abdeckt und dann wird man wieder rausgeworfen und dann ist man wieder im Bürgergeldsystem. Also das ist dann sehr häufig so. Michael Bröcker, MT aus HB schreibt gerade, den hatte ich mal gegoogelt, den habe ich vergessen.
Jetzt gucken wir mal, was der so macht. Der hat ein Buch über Philipp Rösler und eins über Jens Spahn geschrieben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da studierte VWL und Politikwissenschaften. Oh Gott, das gleiche wie ich. Und danke, Nachtschmied. Danke, Nachtschmied. Ich shoutoute dich mal. Schön, dass. So, weiter zur Reaktion. Ich bin nicht gut in mich auf zwei Dinge gleichzeitig zu konzentrieren. Überfliegt ihr mir mit mir hier mal kurz den Text mit. Eigentlich ist er nur, bei Gabor Steingart war mit dabei, bei zahlreichen Mainstream-Medien hat er was gemacht. Journalistenpreisen. Ja, was soll man dazu sagen? Er scheint nicht in der Partei zu sein. Ich hätte ihn jetzt so CDU eingeschätzt oder FDP oder irgendwas in die Richtung, aber die Ideologie, die hat er auf jeden Fall verinnerlicht, die in diesen Parteien vertreten wird. Das Programm der Politik wird auch nicht abgeschafft von der Ampel, hätte man längst machen müssen. Wir wollen offenbar die Leute nicht in Jobs bringen, sondern wir wollen sie dort behalten, wo sie sind, damit sie sich möglichst wohlfühlen. Und da machen wir ein Rundum-Wohlfühl-Sozialstaatspaket. Und das ist leider... Bullshit. Also das sind einfach Desinformationen. Also das Bürgergeld ist keinen einzigen Euro höher als Hartz IV. Es ist auf den Cent genauso hoch wie Hartz IV. Es wird etwas früher an die Inflation angepasst. Also das heißt nur, dass wenn die Inflation sehr, sehr hoch war, wie das letztes Jahr der Fall war, dass das dann schneller berücksichtigt wird. Das heißt, die Bürgergeldempfänger, die haben dann ein halbes Jahr weniger Realeinkommensverlust. Aber es ist wirklich, die Berechnungsmethode ist die genau die gleiche wie bei Hartz IV. Dass das schneller an die Inflation angepasst wird, das ist eben bei so hoher Inflation, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, durchaus vernünftig. Alle Ökonomen sehen es inzwischen so, ist inzwischen ein echtes Problem in diesem Land. Also und das glaube, erklärt halt alle mit diese Ökonomen Wut auch. Eine große Formulierung. Gott, also ihr habt es gemerkt. Ich habe euch gerade Wolfgang M. Schmidt, Ole Nymon empfohlen. Friederike Spieker, den Kanal, ich google den jetzt nicht, den findet er selber, Friederike Spieker. Schaut da gerne mal vorbei, da wird all das erklärt. Da wird auch auf diesen Mythos vom Arbeitskräftemangel eingegangen. Diesen Mythos, dass man nur nicht genug Druck auf die Arbeitslosen ausüben würde, das stimmt einfach nicht. Das Problem ist, dass es zu wenige Arbeitsplätze gibt. So sind einfach die Zahlen. Das Geld, das verteilt wird, der Bürgergeld zum Beispiel an Leute, jetzt auch egal woher, schon lange hier wohnen oder kürzlich hier wohnen, die aber noch nie gearbeitet haben, das ist ja nicht ihr Geld, das die verteilen. Schon nie gearbeitet das haben, ist ja geht das um die Geld, Frage, ob man jemals eingezahlt hat, genau. Genau. Also in ein Versicherungssystem. Und das ist halt, Beispiel jetzt die Bauern, die sagen halt, uns wird das Geld jetzt weggenommen, weil angeblich kein Geld da ist, aber für alle möglichen anderen Leute, die nicht arbeiten, ist Geld da. Aber da muss ich mal sagen, ich glaube, dass dieser Modus nach unten tretens uns nicht weiterbringt. Wir können nicht Interessenskonflikte, die real vorhanden sind, mit nach unten treten nutzen. Denn ganz ehrlich, kein Bauer hat eine bessere Perspektive für seinen Hof, weil über Asylbewerber hergezogen wird. Kein Mensch, der im Niedriglohnsektor arbeitet, natürlich haben wir es überlebt. Kein Mensch, der im Niedriglohnsektor arbeitet, kann seine Miete besser bezahlen, weil die Menschen im Bürgergeld schlechter. Ja, aber Menschen im Niedriglohnsektor, die leiden. Es ist so furchtbar, wenn diesen grünen Propagandisten zuhört. Menschen im Niedriglohnsektor, denen geht es nicht schlechter, weil man jetzt irgendwen anders nicht noch schlechter behandelt würde, sondern denen geht es schlechter, weil der Mindestlohn beispielsweise nicht stärker erhöht wurde. Also was heißt nicht stärker, weil er nicht an die Inflation angepasst wurde. Die Gewerkschaften hatten gefordert, erhöht den Mindestlohn auf 14 Euro. Was hat die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld in der Mindestlohnkommission dann gemacht? Sie hat das verhindert. Die SPD hat eine stärkere Erhöhung des Mindestlohnes verhindert. Habe ich auch im Video auf meinem Erstkanal aufgezeigt.